Ich grüße euch sehr geehrte Zuschauer. Mein Name ist Eugen Minz. Ich bin Gründer der Yogaschule Minz und organisiere seit Anfang dieses Jahres die Jiva Heilkunstausbildung mit dem vedischen Priester und Psychologen Wladimir Korowski aus der Ukraine. Derzeit starten wir ein kostenloses Probeseminar, welches einen Monat lang dauert und bezüglich der Anfang der zweiten Gruppe der Ausbildung haben mich ein paar Fragen erreicht, auf die ich hier näher eingehen möchte. Wenn ich darf, lese ich direkt vor. Also die erste Frage ist, welche Ausgangsvoraussetzungen sollte man für diese Ausbildung haben? Also welche Vorkenntnisse oder Vorbildungen? Also spezielle Vorkenntnisse braucht man hier nicht. Es wäre natürlich Grundlagenkenntnisse in der Esoterik, in der Psychologie vom Vorteil, sind aber für die Ausbildung nicht notwendig. Wir steigen ganz normal ein in die Ausbildung und im ersten Block, das ist das Modul A, werden Grundlagen vermittelt. Es wird das Wissen nacheinander aufgebaut. Es werden gleich am Anfang leicht Techniken eingeübt, die man als Hausaufgabe dann in einigen Vorbereitung erlernt. Die Teilnehmer bekommen auch Skripte, also schriftliche Materialien dazu, selbstverständlich auf Deutsch und können sich anhand dieser auch zu Hause vorbereiten. Genau, also es ist dementsprechend für jeden mit und ohne Vorkenntnisse. Okay, wofür ist diese Art der Heilkunst anwendbar und wie praktiziert man dann, wenn man einen Klienten hat oder einen Patienten? Man muss sich das so vorstellen, dass es auf unterschiedliche Aspekte des Körpers wirkt. Also Wladimir erwähnt es immer wieder. Die Jiva-Heilkunst wirkt auf den Körper, auf die Seele und auf den Geist. Und auf diesen drei Aspekten arbeitet man, wenn man gewisse Kenntnisse erreicht hat. In erster Linie geht es aber natürlich darum, sich selbst zu helfen, sich selbst zu heilen. Also durch meditative Methodiken, durch die Arbeit mit der Energie des Universums, also mit der Jiva-Energie, lernen wir uns in erster Linie selbst gesund zu machen. Beim Modul A auf der körperlichen Ebene. Beim Modul B geht es dann darum, die geistige Ebene, also seine Psyche, näher kennenzulernen, mit den Seelenanteilen zu arbeiten, die eigenen Seelenanteile zu reparieren, wiederzufinden, miteinander zu koordinieren, zu transformieren, Kooperationen unter den Seelenanteilen aufzubauen, um praktisch im Leben erfolgreicher zu sein. Und im Modul C geht es dann darum, mehr Wohlstand, mehr Erfolg ins Leben anzuziehen. Also das ist praktisch die Stufe 1. Danach geht es in die Stufe 2 und 3 über, die selbstverständlich auch aus drei Modulen bestehen. Also es ist eine sehr umfangreiche, eine sehr lange Ausbildung. Wir haben mit der ersten Gruppe am 1. April gestartet. Also im März hatten wir auch vier offene Einheiten zum Kennenlernen und sind jetzt mittlerweile, jetzt ist Oktober, in der Mitte des Moduls C ungefähr. Und selbst hier sind Leute dabei, unter anderem auch ich, die mittlerweile Klienten haben, die den Klienten helfen. Also bei mir war es so, dass ich es nicht angeboten habe, weil ich bin ja Yogalehrer und mein Tätigkeitsbereich ist ein bisschen ein anderer, obwohl ich den Wladimir hier sehr unterstütze, also durch meine Übersetzungen, durch meine organisatorische, administrative Arbeit, habe ich nicht immer die Zeit, dann Klienten zu konsultieren beziehungsweise auch als geistiger Heiler oder als Energieheiler tätig zu sein. Wenn ich aber darauf angesprochen werde, mache ich das auch gerne, mache ich eine Sitzung. Ich habe dann für eine Frau zwei Sitzungen gemacht und natürlich da die Techniken und Meditationen aus der Jiva-Heilkunst verwendet und natürlich auch mein eigenes Wissen aus dem vedischen und aus dem Yoga-Bereich. Das kann jeder für sich selbst aufbauen, wie er möchte. Es ist quasi so, dass der Weg auch
Richtung professionelle Tätigkeit gehen kann, wenn man die Jiva Heilkunst erlernt. Es ist natürlich so, dass man mit Klienten erst ab der abgeschlossenen ersten Stufe arbeitet, und ich wurde praktisch schon in der Mitte der ersten Stufe, in der Mitte der Ausbildung berufen, jemandem zu helfen. Wenn das passiert, kann man das natürlich auch machen. Wenn man das Zertifikat und die Erlaubnis des Meisters bekommt, mit Klienten zu arbeiten, kann man das natürlich professionell in einer Praxis umsetzen, oder man integriert es in seine Heilertätigkeit. Wer vielleicht Heilpraktiker ist, kann es dort sehr gerne einbauen. Coach, Mentaltherapeut oder meditativer Therapeut kann natürlich dieses Wissen sehr gut gebrauchen und sehr gut verwenden. Okay, also was genau macht man am Kunden? In erster Linie heilt man den Kunden mit der kosmischen Shiva-Energie, die man durch sich hindurchleitet und durch seine Hände ausstrahlt. Dazu bekommt man die Initiierung des Meisters. Das heißt, es wird ein Ritual durchgeführt. Die Energiezentren des Schülers quasi oder des Teilnehmers dieser Kurse verstärkt die Energiekanäle geöffnet, so dass man mehr Energie durch sich hindurchleiten kann. Vielleicht hat eine oder andere sowieso das Talent dazu oder kennt diese Methodiken vielleicht aus dem Reiki-Bereich. So ähnlich läuft es ab. Aber ein großer Zusatz dazu, dass wir tiefenpsychologisch arbeiten und auf der spirituellen Ebene auch ebenfalls arbeiten. Sind zwei sehr, sehr große Bereiche, so dass wir, wie ich das am Anfang angesprochen habe, in drei Ebenen arbeiten, also in drei Aspekten. Der Körper, die Seele und der Geist, also quasi das Spirituelle. So kann man das bei dem Kunden dann auch umsetzen. Wladimir hatte was von den Händen Energie weitergeben, genau, Schmerzen und Verspannungen loslassen, genau. Darum geht es in erster Linie in den Anfangsstadien, wenn ihr besser werdet, wenn ihr die Psychologie des Menschen studiert, unter anderem durch die Wissensvermittlung von Wladimir, könnt ihr dann als Coach auch psychologische Hilfe euren Klienten leisten oder psychologische, mentale Unterstützung leisten. Genau. Ist damit die Anwendung als Fernsitzung per Telefon oder Zoom machbar? Ich hatte meine Sitzungen per Zoom abgehalten. Per Telefon wird es genauso sein. Es ist natürlich effektiver, den Klienten bzw. den Patienten bei sich da zu haben, in der eigenen Praxis, wo man direkt die Hände auflegen kann, wo man direkten Körperkontakt hat und die eigene Energie direkt an den Klienten weitergibt. Fernheilungen funktionieren aber genauso gut. Man muss dazu aber praktisch das nötige Energiepotenzial aufbauen und natürlich die nötigen Fähigkeiten aufbauen, die wir bei der Jiva Heilkunst auch vermittelt bekommen oder bei der Jiva Heilkunst Ausbildung vermittelt bekommen. Ist am Ende eine Prüfung abzulegen oder ein Test, bekommt man Unterlagen zum Kurs. Habe ich erwähnt, ihr bekommt pro Modul mindestens ein Skript. Beim Modul 2 sind es mehr, weil es umfangreicher geht, weil wir, wie gesagt, in die Psychologie auch eintauchen. Es sind Skripte dabei, wo auch Übungen enthalten sind, die ihr selber in Eigenarbeit ausprobiert, praktiziert. Natürlich haben wir auch viel Videomaterial, also es wird jede Lehreinheit, die mindestens 2 Stunden dauert, aufgenommen. Ihr bekommt im Nachhinein die Aufnahmen, könnt nochmal das Wissen rekapitulieren. Wenn man eine Einheit live verpasst, kann man sie dann Tage später nachholen. In den Einheiten wird Theorie vermittelt, dann aber auch gemeinsam praktiziert in der Gruppe, was natürlich effektiver ist. Beim Modul B haben wir auch sehr viel mit einem einzelnen Teilnehmer gearbeitet aus dem Kurs und dann praktisch, um zu sehen, wie das wirkt, wie der Teilnehmer sich dann äußert, wie es sich auf sein Leben, auf seinen Alltag auswirkt, die eine oder andere Praxis. Wir unterstützen bei solchen Momenten als Gruppe praktisch den einen, der diese meditative Arbeit oder die tiefenpsychologische Arbeit an sich macht.
Dementsprechend machen wir dann auch die Praktik in der Gruppe und jeder für sich, so quasi als Wiederholung und dann auch im Nachhinein zu Hause innerhalb oder bis zu der nächsten Woche, bis dann neues Wissen vermittelt wird. Eine mündliche Prüfung ist abzulegen. Da stellt Wladimir Fragen an die Teilnehmer und man muss die mindestens zu 80% ungefähr beantworten. Man muss sich bei den einzelnen Übungen auskennen, man muss sich aber auch in der Theorie auskennen, sprich die fünf Prinzipien der Jiva-Heilkunst verstehen, auslegen können. Man muss über die Chakren, also über die Energiezentren Bescheid wissen. Man muss über die grob- und feinstofflichen Körper und Hüllen des Menschen Bescheid wissen und mit welchem Aspekt des Daseins, also unseres Alltags, sie dann zusammenhängen. Ich habe festgestellt, dass ich bei Visualisierungsübungen noch Schwierigkeiten habe, es bildlich vorzustellen. Genau. Zum Beispiel beim letzten Mal, wie ich aus meiner körperlichen Hülle heraustrete. Es ist natürlich so, dass für Visualisationsarbeit, für die Arbeit, wo wir uns Sachen vorstellen in der spirituellen Welt, man ein aktives Ajna Chakra braucht. Das ist das dritte Auge, das ist unser spirituelles Zentrum, der Sitz auch unserer Intuition. Und auch die Energiezentren müssen wie Muskeln trainiert werden. Das heißt, je öfter man die Visualisierungen macht, je öfter man meditiert, desto besser klappt es dann, Sachen zu sehen. Also am Anfang stellt man sich die Sachen vor und nach beginnt man sie dann tatsächlich zu sehen, tatsächlich zu spüren. Es ist aber so, dass auch jeder ein anderes Signalsystem hat, ein bisschen eine andere Wahrnehmung hat. So kann der eine zum Beispiel besser visualisieren, der andere spürt dann mehr mit seinen anderen praktisch Wahrnehmungsorganen auf der feinstofflichen Ebene und geht dann mehr nach Gefühl in diesen Arbeiten. Okay? Aber wenn das Ajna Chakra dann entwickelt ist, gut funktioniert, viel Energie hat, klappen diese Meditationen, Visualisierungen viel besser und man kann dann auch viel besser und effektiver mit den Energien arbeiten. Genau, die nächste Frage ist, ob das eine Grundvoraussetzung ist, die man mitbringen muss. Es ist absolut keine Grundvoraussetzung. Es ist auch so, dass noch keiner als Magier geboren worden ist. Es ist alles Training, die Arbeit an sich, Selbstüberwindung. Es kostet natürlich ein bisschen Zeit, es kostet ein bisschen Mühe, aber alles kann man sich antrainieren. Es ist zum Beispiel wie von Paganini das Beispiel, welches dann auch erzählt wurde, wo man sagt, okay, du bist ein Genie, du bist der weltbeste Geigenspieler. Und er hat dann tatsächlich nur gesagt, wenn Sie wie ich 15 Jahre fast 24 Stunden jeden Tag üben würden, würden Sie auch Weltklasse sein. So ist es natürlich auch hier. Je öfter man praktiziert, je öfter man übt, je mehr Zeit man darin investiert, desto besser wird man. Es ist ähnlich wie auch beim Kampfsport oder wie beim Kraftsport oder Kampfsporttraining. Genau. Ich möchte sicher gehen, dass es mir dienlich ist und dass ich es auch schaffen kann, dass ich am Ende möglicherweise als Beruf oder meine Berufung ausüben kann. Und dass es am Ende stimmig für mich ist, diesen Weg zu gehen. Es ist natürlich so, dass nicht alle bis zum Ende des Kurses durchhalten. Also wir hatten in einer ziemlich großen Gruppe im Frühjahr dieses Jahres begonnen. Es sind natürlich mittlerweile ein paar Leute herausgefallen. Es gibt dafür unterschiedliche Gründe. Natürlich probiert man es aus und mancher merkt nach einer gewissen Zeit, das ist doch nicht das Richtige für mich, ich mache doch lieber was anderes, das ist auch ganz natürlich, das ist auch bei einem jedem Studium, bei einer jeden Ausbildung so, dass Leute dann rauskommen aus dem Kurs. Eine Frau hatte ich dabei, die war super glücklich, die hat es auch anderen empfohlen, die hat mindestens einen zweiten Teilnehmer noch mitgebracht in den Kurs. Die hat aber dann aber mittendrin gesagt, okay, das, was ich gesucht habe, das habe ich jetzt erreicht, ich bin auf den Punkt gekommen, den ich angestrebt habe.
Ich bin super zufrieden, ich bin euch sehr dankbar, aber es macht für mich jetzt keinen Sinn weiterzumachen. Okay? Und sie ist dann auch aus dem Kurs herausgegangen. Die meisten sind natürlich mit dabei. Viele von denen praktizieren schon andere Systeme und arbeiten mit Klienten, arbeiten als Heiler oder Therapeuten oder Coaches. Manche machen es nur für sich praktisch aus Neugier, um sich selbst zu helfen, sich selbst zu heilen, der eigenen Familie zu helfen, im Freundeskreis irgendwie auch so ein bisschen als Mentor oder als Leuchtturm zu sein. Da gibt es auch sehr, sehr viele positive Feedbacks von den Teilnehmern. Und es ist tatsächlich so, dass man mehr Magie in sein eigenes Leben hereinbringt, wenn man die Ausbildung macht. Und das hat mittlerweile fast jeder der Teilnehmer aus der ersten Gruppe bestätigt. Ob sie das dann beruflich machen oder für sich privat, das ist euch überlassen. Wie gesagt, ich bin auch zwar als Übersetzer, aber ich lerne da auch sehr viel. Ich bin sehr gern bei diesem Kurs dabei. Ich mache das aber nur mehr für mich, für meine Familie oder wenn mich quasi jemand bittet oder darauf anspricht, dass ich eben eine Sitzung durchführe mit der einen oder anderen Person. Aber meistens bleibt es eher in dem Familienkreis. Ist eben von mir so gewünscht. Genau. Was ist dann nötig, um sich anzumelden? Genau. Es ist auch so gewesen, dass wir geplant haben, schon am 1. November zu starten. Allerdings, wie ihr wisst, in der Ukraine gerade Krieg, wo Wladimir lebt, und 40% der Kraftwerke sind dort zerstört, so dass er in den letzten Wochen hin und wieder Stromausfälle hatte, und nicht immer also nicht immer pünktlich auch live gehen konnte. In den letzten Tagen hat es sich stabilisiert. Aber es ist noch ein anderer Faktor, von dem es abhängig ist. Wir brauchen eine Mindestteilnehmerzahl. Wir haben jetzt schon einige Interessenten da, aber noch nicht jeder hat sich dann für diese Ausbildung angemeldet. Und wenn wir genug Teilnehmer haben für den Kurs, dann starten wir natürlich auch jetzt mit der zweiten Gruppe in den nächsten Wochen. Wir werden am 1. noch nicht starten, so wie es aussieht. Wir werden noch kostenlose Übungseinheiten zum Schnuppern anbieten. Wer aber schon sicher weiß, dass er bei der Ausbildung mitmachen möchte, kann sich bitte auf unserer Homepage www.yogaschule-minz.de im Bereich Veranstaltungen den Shiva Heilkunstkurs suchen und sich dort unverbindlich und kostenlos anmelden. Nach der Anmeldung bekomme ich eure Daten. Ich werde mich dann bei euch melden, euch über die Zahlungsmöglichkeiten aufklären. Da gibt es dann auch unterschiedliche. Und dann weiß ich zumindest, wie viele Teilnehmer ihr seid. Und kann dann auch besser eine Aussage treffen, wann wir dann genau mit der Ausbildung anfangen werden. Genau. Für heute war es das schon. Ich danke für die Fragen. Ich hoffe, die Fragen werden euch weiterhelfen. Und auch den anderen Teilnehmern und Interessenten praktisch Anhaltspunkte geben, wie es dann mit der oder was es dann mit der Ausbildung oder mit dem Start auf sich hat, und was die Ausbildung eigentlich einem bringt. Also, und der Preis ist absolut gut und absolut günstig für dieses geballte Wissen, was die Teilnehmer dann bekommen. Der Preis ist absolut fair und es ist auch eine große und riesige Unterstützung für den Wladimir, weil, wie ihr wisst, es gerade dort heiß hergeht in der Ukraine und man muss auch gewisse, sage ich mal, nicht so schöne Sachen und Schwierigkeiten auf sich nehmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dieser Kurs läuft immer dienstags ab 7:30. Ihr könnt euch noch anmelden für die kostenlose Veranstaltung. Ich habe dazu eine Gruppe in Telegram gegründet. Ihr könnt mich aber auch persönlich anschreiben. Ich werde euch hinzufügen oder euch gleich über die Homepage bei uns anmelden. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.